Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077 und ich rede jetzt erstmal hier mit dieser hübschen Dame. Danke für die Hilfe, wir sehen uns hoffentlich. Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Nein, weiß ich nicht. Alles klar. Schon klar, die will nicht mit mir reden. Gut. Was leuchtet hier? Jo, was ist das? BD einer Mutter bei der Geburt. Pro, noch nie da gewesen. Contra, pränatales Headset, teure, keine Ahnung. BD der häufigste Träume-Sammlung. Pro, machbar. Contra, ich müsste durchgehend die Träume von einem oder mehreren Dutzend Leuten über mindestens ein Jahr hinweg aufnehmen, um die häufige auftretenden Themen einzufangen. Fliegen, schwimmen, fallen, nackt zur Arbeit, Schule gehen. Zwei BDs von zwei Schauspielern aufgenommene Neuralspuren so eingestellt, dass es aussieht wie ein BD. Pro, was ganz Neues. Contra, erforderliche Tech existiert nicht. Okay, ja, dann hat sich das eh erledigt. Gut. Geh mal. Wir müssen los. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Evelyn? Und? Was denkst du? Was ist dein Verhältnis zu Jorinobu? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum du so viel über Jorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Jorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Sicher? Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Okay. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Ja, im besten Fall schon. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Boah, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Denkst du das, ja? Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Das klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Das wäre fies. Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken das dabei. Sagen sie alle. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Okay. Und was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Na, weiß nicht, ob das geht. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Denkst du das? Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ich glaube, Legenden überleben hier nicht lange. Dex vertraut mir. Scheiße, nie im Leben. Dex ist mit mir ein Risiko eingegangen. Er vertraut mir. Und jetzt mache ich dasselbe. 50%. Mit so viel Geld auf dem Konto brauchst du Dex für nichts mehr.
Die Sache ist halt die, sie sagt zu mir, ich soll mit niemandem teilen, aber sie ist bereit, ihre Einnahmen mit mir zu teilen? Klar, sie hat mich dafür als Werkzeug, aber irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Ich bescheiße Dex nicht. Nein, Evelyn. Mach ich nicht. Es geht nicht nur ums Geld. Ich dachte, du bist ein Söldner. Es geht immer ums Geld. Nicht, wenn ich dafür jemanden bescheiße, der mir vertraut. Tut mir leid. Na gut, ich habe nie gefragt. Aber weh. Hm? Ich hoffe, du bist genauso nützlich wie naiv. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Mach das. Vorteile öffnen? Was für Vorteile? Nein, nicht weinen. Du kriegst das hin. Mhm, klar. Wie sieht's aus, Mr. Okay, wir sehen uns bald. Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. B. Mhm. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, guck mal. Okay. Erstmal das hier. Was ist das? Chicky Wells. Hallo, wie sieht's aus bei dir? Was geht? Hab die Kundin getroffen. Sie hat mir einen BD gezeigt. Das da. Ich kann mit dem schreiben? Wusste ich nicht. Halt mich hier auf dem Laufenden. Jo. Geht klar. Die Max schon wieder. Es ist eine dieser Geschichten, die je nachdem, wie man fragt, entweder sehr simpel oder sehr kompliziert sind. Aus beidem. Die Max wurden gegründet. Warte mal, das hat man doch schon, oder? Ja, das hat man schon. Okay. Na klar. Ich würde gerne hier raus. Dankeschön. So, ich kann mich da drin nicht richtig bewegen. Okay, Ladies. Adlerauge, Baby. Jo, du sagst es. Wie geht's denn so, Herzchen? Ganz gut. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder lesen. Montag, was für eine Scheißwelt. Endlich kriege ich den Slot in Zeigs Show und kurz bevor ich auf die Bühne darf, läuft irgendeiner in einem verkackten Krankenhaus amok und Ziggy, dieser Wichser, berichte die Show in letzter Minute ab, um eine scheiß Sondersendung über die scheiß Opfer zu schalten. Fuck, wen interessieren die? Nach denen kräht in der Woche kein Hahn mehr. Haben die etwa ihre halben Scheißsack-Karriere damit verbraucht? Verbracht, in diese Scheißsendung eingeladen zu werden? Nein, die sind einfach nur tot. Ich bin trotzdem raus auf die Bühne und habe die Meinung gesagt, aber die Sicherheitsleute haben mich dermaßen zugerichtet, dass meine Aufnahme jetzt im Arsch ist. Ja, zu Recht. Dienstag. War heute scheiße drauf, also bin ich zum Rathaus, um gegen die krasse Vernachlässigung von Kriegsveteranen zu demonstrieren. Hab mich in eine Fummel aus Sintiföten geworfen, was mir schon auf dem Weg dorthin den scheiß Hals wund gebrüllt, als mich der Regisseur von Wet Dream erkannte und meinte, ich sehe sexy aus. Also habe ich mich gegen SBEM gelehnt und so getan, als würde ich an einem schwarzen Nuckel, was, an dem, ja egal, und habe mir auf den Arsch gehauen, weil ich gleich wusste, der steht auf hübsche Jungs, okay. Er hat mich zu sich mitgenommen, mich an sein Bett gekettet und mich so hart, alles klar, dass wir das Bett geschrottet haben. Dann hat er mich mit Eddies überschüttet. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Vielleicht kann ich mich ja
in seinen nächsten. Ja, okay. Wenn das der Weg ist, den du gehen willst, dann mach das. Ich habe mich mit Ruth Zegen gestritten. Wir haben uns über die Normies unterhalten, die irgendwelche Kitze gerettet haben, nachdem in irgendeinem Konzernkrieg irgendeine Bombe hochgegangen ist. Im TV kommt sie vielleicht wie eine harte Bitch rüber, aber beim Thema wurde sie ganz weinerlich, also dachte ich, sage ihr was Nettes. Ich meinte, diese Typen wären ziemlich Nova und dass die ruhige meine Fans werden können, wenn sie wollten. Alter, ich hab die alte Fotos gesehen und meinte noch so, das war echt schade um die. Die hatten sicher Schwänze bis nach Denver, wenn man sich die Beulen in der Hose anguckt. Alter, was ist mit dem los? Was lese ich hier gerade? Der Watson Wall. Die Alte hat mich hier dämlich angelächelt und mir gesagt, ich soll mich verpissen. Ja, das ist vielleicht auch richtig und ich glaube, den Rest lese ich. Ja, okay. Ist eh nicht mehr viel. Ja, doch, dann lese ich es doch noch zu Ende. Donnerstag, hahaha. Freitag. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, das überrascht mich nicht. Ich erinnere mich an nix. Die Jungs haben gestreckten Stoff oder so mitgebracht, der mich komplett ausgenockt hat. Keine Ahnung, was passiert ist, aber alles stinkt nach Pisse. Und im Bad hängt eine Pferdemaske. Wenn ich mir mein Knie so angucke, hatte ich die Wahl auf und habe mich quer durch die Gegend reiten lassen. Mann, ich hoffe, es war wenigstens der Regisseur von Dienstag und nicht die Schlampe aus Apartment 3. Ich hoffe so für dich, dass es die aus Apartment 3 war. Ich hoffe das so sehr für dich. Hättest du verdient. Nicht weinen. Du kriegst das hin. Doch, weine. Okay, wir sehen uns bald. Wer redet da überhaupt mit wem? Wo bin ich hier? Ist ein Spiegel? Ist einfach ein Scheißhaus. Okay. Cooles Scheißhaus. Öffnen. Na klar. Aha. Okay. Kann ich mir jetzt nochmal alles in Ruhe ansehen oder wie? Tatsache. Tatsache, ich kann mir wirklich nochmal alles anschauen oder was? Nein. Gott sei Dank doch nicht. Das wäre auch ein bisschen zu viel gewesen. Ja gut, dann gehe ich halt da lang. Nee, nee. Was ist hier los? Was macht er da? Gina und ich sitzen an der Bar. Und sie Aha. labert von diesem Bankkram. Bla 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 bla. Okay. Und ich versuche die ganze Zeit auch mal zu Wort zu kommen. Weil sie mir die Geht's dir gut? Nachtisch abnehmen muss. Damit ich Nein? meine Torte Auch schön. kann. Aber alles ist cool. Buh. Und einmal taumelt diese zugedröhnte Typ rein. Hey, ich kann mich waschen. Nein, aber ich kann was aufnehmen. Nice. Okay, hier ist ein grüner Punkt. Okay. Ja, egal. Ich gehe einfach weiter. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Triff dich mit Jackie. Okay, wo ist denn Jackie? Jackie, mein Freund, wo bist du? Journal. Die Übergabe. Triff dich mit Jackie. Wo ist Jackie? Ich weiß doch nicht, wo der ist. Wo treibt er sich schon wieder rum? Hier war ich gerade drin, genau. Ja gut, dann gehe ich einfach raus. Okay, wir sehen uns Dann gehe ich einfach raus. Ist mir scheißegal. Hier. Der wird schon irgendwo hier sein. Ja gut, hier waren wir, glaube ich, schon. Jackie! Och, halt die Klappe, das ist die Verrückte wieder. Ja, wo ist denn Jackie?
Da steht, ich soll mich mit ihm treffen. Ist ja okay, mache ich gerne, aber... wo? Wo, mein Freund? Wo? Wie finde ich dich? Ziel verfolgen. Ich würde gerne mein Ziel verfolgen, aber irgendwie geht das gerade nicht. Psychokiller, nehmen wir mal das und dann gehen wir wieder rüber. Ich weiß nicht, wo Jackie ist. Überfahr mich! Überfahr mich! Na los! Macht sie nicht. Vielleicht, wenn ich einfach ins Auto reinsteige. Eventuell tut sich dann was. Nein? Aber da wird mir trotzdem was angezeigt. Au! Da wird mir trotzdem irgendwas auf der Karte angezeigt. Das will ich mir jetzt anschauen. Na, komm. Aussteigen bitte. Dankeschön. Der Automat hier, oder was? Ziel auswählen? Ich kann mir Ziel auswählen. Oh, hier kann ich Schnellreise machen. Oder was? Begib dich zu einem Schnellreiseziel, indem du dem Cursor darauf gehst und X drückst. Schnellreise, das finde ich auch nice. Kabuki-Markt, Kennedy Nord. Ja, wo ist denn Jackie? Komm, wir gehen einfach mal ganz woanders hin. Und dann sehen wir vielleicht irgendwas. Keine Ahnung, was wir da sehen sollten, aber vielleicht sehen wir was. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich zu dem Jackie kommen soll. Ich hatte gehofft, dass er einfach vor der Tür steht und fertig. Aber irgendwie... Wenn du Deckung gehst und auf etwas zielst, wagst du dich mit dem Teil des Körpers... Ja, was du nicht sagst, Alter. Wäre ich niemals drauf gekommen. Ja, ich habe wirklich gar keinen Plan, wie ich jetzt zum Jackie kommen soll. Ich hoffe, das wird mir jetzt angezeigt. Nein? Jackie, mein Freund! Ach komm schon, das ist doch dumm. Warum wird es mir nicht angezeigt? Triff dich mit Jackie. Wo? Wo soll ich mich mit Jackie treffen? Das ist doch die Frage. Wo soll ich mich mit dem treffen? Weißt du, was ich an stinknormalen Gangleuten mag? Sie wissen, was ihnen gefällt. Manchmal auch einfach das Blut. Feinde sind wahre. Bla bla bla. Da ist keine Ahnung, was denn. Deshalb die Geschäfte mit denen nie gelatt über die Bühne. Manchmal geht es halt nicht anders. Also lass uns den Boot holen und Dex stolz machen, okay? Ja, wo ist Jackie? Ach, hier. Ach, das gehört gar nicht alles zu einer Mission, oder was? Triff dich bei Mädchen, Agent. Findet Studio. Aha. Okay, das ist so ein geheimes Ziel und das ist hier... Ach so. Ja, jetzt kapiere ich es natürlich. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Die Ziele gehören gar nicht so wirklich zusammen. Ist halt diese beiden Missionen da, die gehören nicht so zusammen. Dann hole ich schnell mein Auto. Das soll mal eben herkommen, da ist es ja. Guten Tag, mein Auto. Einsteigen bitte. Und los. Entschuldigung. Das war ich nicht. Hey. Was ist jetzt los? Das war ich nicht. Das war jemand anders. Ich bin unschuldig.
Bitte lass mich einfach in Ruhe. Außerdem habe ich ihn nicht mal richtig erwischt. So. Und der war selber schuld. Der war mir im Weg. Wieder einmal super perfekt eingepackt. Yo, Jackie. Da bist du ja. Ja, hab dich gesucht, Mann. Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Nomade, du fährst eine... Ach. Ist das eine Arch? Eine Arch. Verdammt, eine echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle echt? Vom Dorset-Job benutzt. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab einen Kredit aufgenommen. Nur muy pequeñito. Ist es aber echt wert. Okay. Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Geil. Sich schon vor. Super. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Mhm. Wartest du schon lange? Meine Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Also ja. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Alter! Er hat mich eiskalt überfahren! Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Alter, haben die mich erschreckt. Boah! Ich fährte mich einfach über den Haufen. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Ganz einfach. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut. Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Nimmst du mich mit? Ach so, wir müssen nicht fahren. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ach, sind doch gar nicht so übel. Alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was nur für Vorsicht. Wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Ich wollte meine Waffe wegstecken. Na los, kündige unseren Besuch an. Benutzt die Gegensprechanlage. Wo ist sie denn? Gegensprechanlage? Ich sehe sie nicht. Ach, da! Oder? Ja. Ich bin nur vorsichtig mit der Knarre, ne? Kenn euch nicht. Ich dich auch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Wir warten schon. Mhm. Das nehme ich mal. Wie gemütlich. Nur noch ein paar Grünpflanzen. Warte mal kurz. Ich will mich hier ein bisschen umgucken. So. Ich kann die Helligkeit leider nicht hochstufen irgendwie. Interview. Den meisten von uns erscheinen die Regeln des Buddhismus gelinde gesagt rätselhaft. Wie erklärte man einem Durchschnittsbürger von Night City, warum Bhikkhu, wie sie sich weigern, kybernetische Technologie in ihre Körper zu implantieren? Mönch. Es ist nicht so, dass wir uns weigern. Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er mit seinem Körper tun möchte, solange diese Entscheidung anderen nicht schaden. Allerdings halten sich Bhikkhu an strengere Regeln wie den Verzicht auf Cyberware, um Erleuchtung zu erreichen. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Interviewer. Aber wie erklären Sie, dass inwiefern beeinträchtigt der Kybernetik ihren Pfad der Erleuchtung? Mönch, nun, kurze Pause. Es sind mehrere Dinge, aber vor allem ihre
Vager, ungewisser Zustand. Anders kann ich es nicht in Worte fassen. Fragen Sie sich selbst, was ist ein Implantat? Ist es ein Teil Ihres Körpers, ein unpersönliches Objekt? Interview. Sie fragen mich, unhörbar, schätze es, kommt darauf an. Mönch, ganz genau. Bilkuru beschränken ihren Besitz auf eine Kutte, einen Schirm und eine Schale für Almosen. Alles andere ist nur Ablenkung, die sie oder ihn an der Lösung vom Leid in der Welt hindert. Sagen wir zum Beispiel, dass eine synthetische Hand nur eben das ist, eine Hand, Teil ihres Körpers. Doch was, wenn in ihr eine Uhr installiert ist oder eine Klingel? Aha. Interviewer, ich glaube, jetzt verstehe ich. Man kann also keine klare Linie ziehen. Mönch, besitzt besonders derart persönlicher, wirkt ablenkend und vernebelt den Verstand, wodurch dieser der Erreichung wahren inneren Friedens entrissen wird. Ich denke, das Phänomen der Cyberpsychose ist dafür Beweis genug. Interessantes Gespräch, muss ich schon sagen. Ist halt auch so eine Frage, ne? Sind diese Cyberentwicklungen nützlich oder eher störend? Hab noch nie eine sehr gute gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Mhm. Ja, würde mich auch nicht überraschen. Wieder was zum Lesen? Oh, mir tut schon der Mund weh. 1000 Schläge pro Sekunde, was? Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen beschädigte Kryos ausgetauscht hatte, während ich schlief. Aber nein, so etwas würde sie nicht tun. Ich blinzelte, keine Veränderung. Da waren sie direkt vor mir, die offenen Klappen von Jason Kromschädel. Ich sah das elektronische Hirn, das noch bis eben von perfekt imitierter Synchronhaut bedeckt gewesen war. Der Sohn des CEOs von FutureTech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android. Scheiße. Ich saß da, blickte dümmlich vor mich hin und Jason starrte zurück. Ich konnte nicht anders. Ich fragte mich, wo seine schönen blauen Augen waren, mit denen er mir den Kopf verdreht hatte. Waren sie nicht als imitierte gesteuerte von irgendeinem Emo-Algorithmus? Hatte es hinter ihnen nie echte Gefühle gegeben? Nicht ein einziges Mal, wahrscheinlich nicht. Alex, es ist nicht, wie du denkst, rief er flehentlich mit einem seltsamen, echt klingenden, panischen Unterton. Ich wollte ihn glauben, wirklich. Ich sehe jedenfalls, dass es nicht so ist, wie ich dachte, antwortete ich. Teils ängstlich, teils verbittert. Ich und mein ewiges Pech, der erste und der letzte Kerl, dem ich komplett verfalle, entpuppt sich als verdammtes Motorboot auf Beinen. Ja, das trifft es ziemlich gut. Nein, da liegst du falsch, begann Jason und unterbrach sich. Er lächelte verlegen. Moment, hast du komplett verfallen gesagt? Mein Kardioimplantat schlug immer schneller. Ich errötete, hatte ich Unrecht, enthielt dieser Körper aus Bolzen, Drähten und Plastik womöglich noch Überbleibsel des echten Jace Codels oder wie auch immer, wenn sein Vater in der Lage gewesen war, ein synthetisches Herz für mich zu entwickeln, vielleicht hatte er es auch für das Gehirn seines Sohnes geschafft. Die Frage war nur, warum. Ich verstehe nicht mal wirklich, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Was soll das? Das ist doch...
Ja, ist egal. Weißt du, was Scheiß drauf. Boss Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Mhm. Die Übergabe. Och, noch mehr zum Lesen. Jetzt leck mich doch. Ist Cyberpsychose heilbar? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Noch vor wenigen Jahren setzte man massenhaft die sogenannten Brain Deck Therapie ein, um Kranke zu retten, ehe es zu spät ist. Dabei wurde der Patient auf einen speziellen Stuhl gesetzt und an ein Gerät angeschlossen, das alle Implantate deaktivierte. Dann wurde Elektroden angebracht, wodurch der Patient in einen koma-ähnlichen Braindeck-Sitzung versetzt wurde. Darauf folgte Medikamente, Psychoingenieure und Aversionstherapie. Diese Methode zielte darauf ab, alle neuronalen Verbindungen des Patienten zu trennen und wieder zusammenzufügen, um den ehemaligen Cyberpsycho wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Nach Abschluss der Therapie waren zwar keine Symptome für Cyberpsychosen mehr feststellbar, aber die frühere Persönlichkeit des Patienten war mit ihnen verschwunden. Aber keine Sorge, heute gibt es verbesserte Methoden. Jedenfalls wollen sie uns das weismachen. Ja, das denke ich auch nicht, dass die Methoden wirklich besser geworden sind. Und noch mehr zum Lesen. Alter, mir tut schon... Ah, doch nicht. Mir tut schon wirklich der Mund weh. Von der ganzen Leserei heute. Okay, fertig? Gut. Och, leck mich doch. Da ist noch mehr zum Einsammeln. Was haben wir denn jetzt hier? Ah ja. Und wieder. Und los geht's. 75 Jahre Cyberware von Tsunomo Takahashi. Einführung. Noch vor einem Jahrhundert war der Verlust eines Beines oder Arms eine Tragödie, denn es bedeutete mit einer dauerhaften Behinderung, körperlicher Beeinträchtigung und oft chronischen Schmerzen leben zu müssen. Zudem litten Menschen mit Behinderung oft unter Diskriminierung, und zwar bewusster, zum Beispiel bei der Jobsuche, und unbewusst, zum Beispiel fehlende Zugänglichkeit durch schlechte Infrastruktur. Heute ist der Verlust von Arm oder Bein nur mehr ein lästiges Übel. Voraussetzung, der oder die Betroffene ist finanziell stabil. Ja, das war klar. Vor einem Jahrhundert war es Arbeitgebern erlaubt, ihre Mitarbeiter Dresscodes und Frisuren vorzuschreiben, beziehungsweise Piercings und Tätowierungen zu verbieten. Es war gang und gäbe, Arbeitnehmern mit illegalen Mitteln zu höherer Produktivität anzutreiben, beispielsweise mittels Anti-Schwangerschaftsvorschriften. Gleichzeitig war es damals weder gesetzlich erlaubt, noch anders möglich, sich näher mit den Körpern seiner Mitarbeiter zu befassen. Mit dem Aufkommen der Cyberware in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts begannen Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter Vorgaben hinsichtlich Haut, Knochen, Muskeln, Organ- und Augenersatzprodukten zu machen, um so Leistung und Effizienz zu steigern. In extremen Fällen werden Angestellte im Sicherheitssektor dazu angehalten, sich einer sogenannten vollen Körperkonversion oder voller Cyborgisierung zu unterziehen. Vieles hat sich verändert. Seit vor etwa 75 Jahren die ersten kybernetischen Implantate auf den Markt kamen. Einige Experten der technologischen
Alles klar. Sind der Überzeugung, Cyberware beeinflusst den Fortschritt positiv. Andere behaupten das Gegenteil. In diesem Buch versuche ich, die guten wie schlechten Veränderungen für unser Privat- und Berufsleben näher zu erörtern und in Zusammenhang zu setzen. Wie hat Cyberware uns in die heutige Zeit begleitet und wohin geht die Reise? Eine interessante Frage. Oh, was haben wir da? Ist auch eine interessante Frage. So. Was ist das noch? Achso. Gut, gut. Kann ich das aufmachen vielleicht? Nein. Das gehört auch mir. Was ist hier so laut? Okay, ich gehe einfach wieder zu Jackie. Wo ist er denn, mein Freund? Mein Freund, wo bist du? Ah, hier. Jasminas, Chico. Mitten in der Stadt? Glauben diese Psychos, wir sind hier im Krieg? Ich habe echt ein ungutes Gefühl bei der Sache, Jack. Ja, diese Typen sind halt mehr als nur ein paar ungezogene Göhren. Richtig. Okay, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe mal wieder, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dass ihr auch in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077 wieder dabei seid. Bis dahin sage ich wie immer, ciao.